Marcel Müller. Bis zum Winter waren Sie Trainer von Rot-Weiß Berrendorf. Warum endete dann die Zusammenarbeit? Ja, das hat mehrere Gründe gehabt. Zum einen tatsächlich private Gründe, dass familiäre Dinge dazwischen kamen, wo ich mir selber gesagt habe, lohnt es sich von der Zeit her. Zum anderen natürlich auch sportliche Gründe. Klar, wir standen sehr gut da, sind auf dem aktuellen zweiten Platz gewesen, der aktuell auch den Aufstieg in die Kreisliga A bedeutet hätte. Ich aber das Gefühl hatte, dass das so ein kleiner Selbstläufer war von Anfang an. Ich mir lange unsicher war, ob es das ist, was ich möchte. Spielerisch hat das nicht so ganz ich habe das nicht ganz so rüberbringen können, wie ich es gerne hätte. Ich habe mir was anderes vorgestellt und von daher, glaube ich, war es dann besser zu sagen, okay, man trennt sich im Winter, wo alles in Ordnung ist, die Mannschaft steht gut da. Für den nächsten Trainer ist eine Plattform gebildet, wo man sagen kann, er kann da ohne Probleme weiterarbeiten. Das war mir halt auch wichtig, nicht einfach so das Schiff zu verlassen, sondern einfach auch eine gute Basis hinterlassen zu haben, wo man immer noch sagt, es sind noch alle Möglichkeiten offen. Das sind eigentlich die Hauptgründe gewesen. Okay, ist denn vielleicht eine neue Aufgabe bereits in Sicht? Ja, es wird definitiv was passieren zur neuen Saison, wann die auch immer starten mag. Es gab tatsächlich viele Gespräche von Anfang an, nachdem bekannt wurde, dass ich in Berrendorf aufgehört habe, weil ich mir selber auch gesagt habe, ich übernehme im Winter nichts. Ich wollte mir tatsächlich Zeit lassen bis zum Sommer, da auch mal wieder ein bisschen Kraft zu bündeln. Es wird definitiv im Sommer was passieren. Wo ganz genau, wird man dann in den nächsten Wochen sehen, aber es wird im Sommer definitiv weitergehen. Welche Anforderungen an Ihre neue Tätigkeit müssen denn erfüllt sein? Ja, es ist, ich finde, es ist unheimlich wichtig, dass wir ein klares Konzept haben. Oder der Verein muss ein klares Konzept haben, was er möchte. Ich möchte halt nicht, dass man sagt, man startet in eine Saison rein und guckt einfach, was passiert, sondern ich möchte halt klare Ziele haben, dass der Verein ganz klar formuliert, in die Richtung soll es gehen. Und dementsprechend kann man dann auch arbeiten. Ja, für Überraschungen ist man immer gut, das ist klar, aber es sollten schon ganz klar eine Richtlinie geben, wo geht's hin, wo soll's hin, das wirklich vom Trainer, vom Spieler über den Vorstand alle an einem Strang ziehen. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig und ausschlaggebend. Und wie gehen Sie als derzeit noch beschäftigungsloser Übungsleiter mit der aktuellen Corona-Krise um? Ich glaube, wie jeder andere auch. Also es ist am Anfang war es noch schön, da konnte ich mir die ersten Spiele der Rückrunde angucken, ganz entspannt zu Fußballfeldern gefahren und wirklich von der Kreisliga A bis Landesliga mir Spiele angeschaut, ohne Druck, ohne nichts. Das ist auch mal erholsam, muss man sagen. Es ist nun mal leider Gottes jetzt so, wie es ist, die letzten 4 Wochen, dass halt nicht mehr gespielt wird. Das beschäftigt, glaube ich, nicht nur mich, sondern alle Spieler und alle Trainer, alle Vorsitzenden von allen Vereinen. Schlechte Situation, aber es wird sich auch wieder ändern, da bin ich mir sicher. Glauben Sie denn überhaupt, dass die Spielzeit im Amateurbereich noch beendet wird, die Saison? Gute Frage, ich glaube nein. Also ich denke, es hängt da zu viel dran. Es gibt da ein, zwei Szenarien, oder mehrere Szenarien sogar. Man hört immer wieder was. Ich habe mit einigen schon gesprochen. Ich denke persönlich, dass die Saison abgebrochen wird. Es macht auch keinen Sinn, die dann nachzuholen oder zu Ende zu spielen. Es ist für viele Vereine natürlich dann schade, die dann knapp hinterm Aufstieg hängen oder wie auch immer, ihr Ziel diese Saison halt nicht erreicht haben. Aber ich denke, man wird es auch zeitlich gar nicht hinbekommen. Es ist einfach zu schwer, dass wenn wir jetzt englische Wochen dranhängen, dass wir dann in 2 Monaten oder in 2,5 Monaten 15, 16 Spiele
gestemmt bekommen. Das kriegen Vereine, die einen knappen Kader oder einen kleinen Kader haben, mit englischen Wochen gar nicht hin. Die müssen, haben Verletzungspech vielleicht, die haben Schichtarbeiter und und. Also ich kann mir gut vorstellen, dass einige Vereine dann nicht antreten werden, was dann zeitgleich auch mit Wettbewerbsverzerrungen zu vergleichen ist. Ich denke, im Amateurbereich wird es ganz, ganz schwer werden. Ich persönlich finde es am vernünftigsten, Planungssicherheit zu haben, indem man ganz klar sagt, so, man hört auf, es ist halt nun mal so, wir müssen alle die Faust in der Tasche machen und die Vereine müssen halt jetzt nun mal durch. Man bricht ab und startet dann nächstes Jahr nochmal neu in die Liga mit gebündelten Kräften und fangen nochmal alle neu an. Okay, das klingt ja schon mal sehr interessant, aber welches Szenario befürworten Sie? Soll alles ersatzlos gestrichen werden? Soll der Ligastand eingefroren werden und dann weitergespielt werden? Oder was denken Sie? Ja, das Einfrieren ist ja so eine Sache. Das heißt, wenn ich was einfriere, muss ich es irgendwann auch nachholen oder beziehungsweise zu Ende spielen. Und das bringt den kompletten Zeitplan komplett auseinander. Deswegen, ich persönlich bin der Meinung, man sollte es abbrechen. Definitiv. Der Erstplatzierte soll aufsteigen. Keine Absteiger dieses Jahr, was viele Mannschaften wahrscheinlich dann freuen wird, wenn sie nicht absteigen und sehr schlecht dastehen, was sie auch nicht gedacht haben. Zur Belohnung natürlich die meisten Vereine, die auf dem ersten Platz stehen, stehen zu Recht auf dem ersten Platz nach gefühlten 16, 17, 18 Spielen, die jetzt getätigt worden sind. Also von daher, klar, der Zweitplatzierte oder Drittplatzierte, die sich dann vielleicht noch ausgerechnet haben, dann doch noch aufzusteigen, ist natürlich dann ärgerlich. Aber wie gesagt, das ist eine schwere Zeit, wo wir jetzt alle durch müssen. Das hat sich niemand ausgesucht und jetzt ist es nun mal so. Und ich hoffe da an die oder appelliere da auch an die Vernunft der Vereine, dass man sagt, okay, dann müssen wir jetzt durch und dann ist das halt dieses Jahr nun mal so. Und dann steigen wir halt nächstes Jahr auf oder ab oder wie auch immer, was sich natürlich keiner wünscht. Aber das ist, glaube ich, das Vernünftigste für alle momentan. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.